Die FED war aktiv und was ist passiert? Das wollen wir uns mal angucken. Denn tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, so richtig viel ist nicht passiert. Aber stimmt das denn? Das ist die Frage. Denn tatsächlich, wer gestern live mit dabei war im Markt, der hat ja gesehen, dass der Markt massiv nach oben gegangen ist. 700 Punkte, da hatten wir da teilweise hier auf der Uhr. Das fällt hier im Chart kaum auf. Das ist das Spannende. Also die 16-Uhr-Kerze hier ist doch sehr unauffällig, sagen wir mal, in dem Gesamtbild. Und wenn wir das mal uns angucken, wir sind aktuell wieder ungefähr auf dem Niveau wie vorher. Also insofern richtig was gebracht hat es nicht. Umso mehr wundert es mich, dass viele sagen, das war jetzt die Riesenüberraschung und Wahnsinn und toll und super. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich war ich über den Zeitpunkt genauso überrascht wie alle anderen auch. Warum auch nicht? Denn es ist ja nicht typisch, dass die Notenbank um 16 Uhr an einem Dienstag sich vermeldet. Normalerweise sind die mittwochs deutsche Zeit 20 Uhr dann relevant. Also insofern das schon eine Überraschung. Wer allerdings ein bisschen mitlesen konnte, der war nicht wirklich überrascht, denn die 13 Wochen Treasury Bills, die maßgeblich sind für den Zinssatz, die sind zuvor deutlich gestiegen, hatten sogar Niveaus unterhalb der 1,0, ich glaube 0,99 irgendwie standen die erreicht. Und dann musste die Fed reagieren. Das ist für viele gar nicht so sehr bekannt. Die Notenbank in Amerika ist eigentlich nicht in der Lage, die Zinsen tatsächlich zu verändern, sondern sie reagiert auf diesen 13-Wochen-Zins oder den 90-Tage-Zins. Das ist eigentlich so deren Voraussetzung. Und sie versucht durch diese begleitenden Statements diesen Zins zu manipulieren. Das klingt jetzt atemberaubend, aber man versucht natürlich zu sagen, wir gehen davon aus und wir werden alles tun und so weiter und wir sehen das so und so. Und daraufhin im vorauseilenden Gehorsam versucht dann dieser Zins dann eben irgendwas zu erreichen. Jetzt unter dem Einfluss von Corona sind die Bedingungen aber anders. Und daraufhin war jetzt die Notenbank in Zugzwang. Das unterscheidet übrigens die Fed von vielen anderen Banken. Zum Beispiel, das war jetzt hier heute in Japan zu lesen, Südkorea hat gesagt, wir werden wohl nicht reagieren. China hat gesagt, wir werden wohl nicht reagieren. Die EZB werden wir mal gucken. Aber all diese Notenbanken haben typischerweise ein anderes System. Die können nämlich aktiv die Zinsen verändern. Und wenn man ehrlich ist, gibt es eine Notwendigkeit, jetzt die Zinsen zu verändern? Was erwarten wir denn, was passiert? Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich sage, ich leide jetzt darunter, weil meine Lieferketten, ich habe Schwierigkeiten, dass was geliefert wird, oder ich habe Absatzschwierigkeiten, oder ich kann gar nicht produzieren, weil meine Leute nicht kommen oder meine Kunden kaufen nicht, dann brauche ich natürlich Geld möglicherweise zur Überbrückung oder ich muss dann vielleicht mal ein Darlehen, was ich zurückzahlen muss, aussetzen dürfen. Aber das wird nicht mit einem günstigen Zinssatz kompensiert werden. Wenn ich als solches Unternehmen zur Bank komme und sage, ey Leute, ich habe jetzt Schwierigkeiten, ich brauche ein günstiges Darlehen, dann wird die Bank als allererstes sagen, schleich dich, wenn du Schwierigkeiten hast, kriegst du von uns erst recht kein Geld. Also insofern ist die Maßnahme auch nicht wirklich als sowas zu verstehen, dass man sagt, okay, daraufhin wird es jetzt der Wirtschaft wieder besser gehen. Das ist aus meiner Sicht grober Unfug. Es ist eine rein technische Reaktion, dass die Fed sich anpassen musste an die geänderten Marktbedingungen, die sich stärker verändert hatten als von der Fed antizipiert. Und dementsprechend hat man hier eben die Range dann um 50 Basispunkte auf die Spanne von 1 bis 1,25 geändert. Soweit erstmal diese Technik oder diese Theorie dazu. Was hat das jetzt für den Markt zu bedeuten? Insgesamt können wir sagen, dass zumindest mal der Dow Jones als Index, das ist jetzt hier die Kasse sozusagen, das Ding, was um 22 Uhr schließt, jetzt heute gar nicht so schlecht dasteht, hat ganz gut eröffnet, also zumindest mal einigermaßen behauptet. Und ich kann mir vorstellen, ich will es noch nicht beschreiten, aber dass wir eine Bewegung zu erwarten haben, die eben noch weiter nach oben geht, irgendwie im Sinne von irgendwie sowas hier, ich weiß es nicht. Es wäre zumindest mal typisch und was auffällig ist, dass die beiden Korrekturen, die wir hatten, zumindest mal nicht überschnitten, sich nicht überschnitten hatten, keine Überlappung hatten. Und auch die internen, diese kleinen, die wir hier hatten, wir hatten hier zwei kleine Korrekturen, das würde ja passen. Und wir hatten hier die große und diese etwas größere hier, die ebenfalls nicht. Das sind alles bullische Anzeichen, weshalb ich mir vorstellen kann, dass der Markt aktuell noch auf der bullischen Schiene unterwegs ist. Wenn ich meiner Fantasie freien Lauf lassen darf, und zumindest an meinem Rechner darf ich das ganz gerne mal, dann habe ich sowas zu eigentlich, was ich ganz gerne hätte, dann irgendwie was Korrektives, das ist jetzt nur beispielhaft, dass das so aussieht, um dann anschließend das, was wir hier vorne hatten,
nochmal zu bekommen. Sowas in der Richtung könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ob das dann tiefer oder höher, das weiß ich nicht. Deshalb hier schon von Zielen zu sprechen, ist ein bisschen fahrlässig, denn wir wissen ja nicht, wie dieses Ding hier, das ist bis jetzt nur reine Fantasie oder eben ein sehr typisches Bild, womit man gerne rechnen kann. Das ist noch nicht gesagt, aber es wäre zumindest mal klassisch und würde uns in unserer Abwärtsbewegung, malen wir das Bild mal hier oben rein, ungefähr ja auch das Bild geben, was wir typischerweise haben, nämlich einen Schub nach unten, anschließend ABC nach oben, mit der nächsten Erwartungshaltung, dass der Kurs nochmal weiter nach unten gehen kann. Und wir erinnern uns, gerne sind das so 1:1-Verhältnisse. Die 22.000 wäre ebenfalls gar nicht so schlecht, weil da der Kurs schon mal war. Und wir wissen, dass der Kurs gerne nochmal auf solche alten Niveaus zurückfällt. Das ist ein Klassiker. Das ist kein Pflichtprogramm. Aber wenn eine Bewegung erstmal zu Ende ist und durch diesen Bruch, deshalb meine Zählung, die ich hier habe, die kann ich jetzt vorläufig erstmal getrost in die Tonne kloppen, zumindest mal in diese übergeordneten Geschichte. Die internen, die stimmen natürlich immer noch. Aber dadurch, dass wir hier gebrochen haben, den Kurs, diese Zwischenniveaus, sind wir jetzt überschneidend nach oben und wir haben, egal was es wird, auf jeden Fall nicht mehr den typischen, den klassischen Bullenmarkt mit einer Voraussetzung, oh, jetzt gehen wir über die 30, als ob es nichts gewesen wäre. Es wäre zumindest mal aus dieser Perspektive jetzt erstmal nicht typisch, sondern dieses Bild, das etwas Wahrscheinlichere, was nicht ausschließt, dass es doch anders kommt, aber typischerweise geht der Markt die eher etwas wahrscheinlichere Richtung. Die sollten wir zumindest mal auf dem Plan haben. So, also vorläufig bullisch. Wenn man auf die Futures guckt, dann sieht das Bild noch nicht ganz so toll aus. Das ist jetzt der Dow Future. Ich gehe mal hier auf den Stundenchart, da sieht man den inneren Verlauf ganz gut. Und dann sehen wir, dass die Aufwärtsrichtung auch im 24-Stunden-Handel. Wir wissen, Future geht 24 Stunden, der Index natürlich nur die bekannten Öffnungszeiten von morgens bis abends, also 15:30 bis 22 Uhr. Klingt nicht nach morgens wie abends, aber deutsche Zeit gesehen. Also, das sieht hier eher korrektiv aus, was sich auch abzeichnet in den Rücksetzern, die hier wieder überschneidend, sprich überlappend sind. Also, wir sehen das hier, die letzten Zwischenhochs, da ist der Kurs runtergekommen. Und wenn der Kurs jetzt hier möglicherweise irgendwie höher kommt und dann aber die Tiefseiten triggert, dann ist da die Gefahr, dass es doch eben weiter nach unten geht. Das heißt, wir haben im Moment den Kampf Bullen gegen Bären. Im Moment haben eher die Bullen das Sagen im kürzerfristigen Bereich. Übergeordnet muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich eine sehr große Chance, dass es noch weiter nach unten geht. Die Notenbankaktion, die wir jetzt gesehen haben, ist aus meiner Sicht in keiner Form dafür geeignet, auch nur annäherungsweise irgendwas daran zu ändern. Weder ist sie das finanzmathematisch aus meiner Sicht, noch ist sie das in irgendeiner Form politisch und gegen den Virus oder was auch immer, die Angst vor dem Virus, wie dramatisch das auch wirklich in echt sein mag, ist das sicherlich kein Hilfsmittel. So, ich hoffe, dass das ein bisschen erhellend war, ein bisschen vielleicht nochmal eine andere Sichtweise dazu erlaubt. Drücke die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite sind und den Tag heute erfolgreich abschließen können. In diesem Sinne alles Gute und liebe Grüße.